Den ersten Teil habe ich nie wirklich gespielt und war hier umso gespannter, wie der Titel so bei mir ankommt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten kam ich recht schnell in das Spiel rein, auch wenn ich bis zum Schluss nicht zu den Top-Spielern gehörte. Spaß machte es umso mehr. Auch hier wieder, Handheld und mit dem Pro-Controller angezockt. Etwas besser habe ich mich mit dem Pro-Controller geschlagen, da kam eben der typische Xbox-Spieler bei mir durch. Spielprinzip ist es, möglichst viel der Spielfläche in der eigenen Farbe einzufärben. Dafür stehen verschiedene Waffen zur Verfügung, die sich unter anderem auf Nahkampf und Fernkampf spezialisieren. Zwei Viererteams treten hier im lokalen oder internetgestützten Multiplayer gegeneinander an. Mit der Zeit werden zusätzlich Level, Waffen und Kleidungsstücke nachgereicht. Wer mit dem ersten Teil seine Freude hatte, wird hier ebenfalls auf seine Kosten kommen. Der Preis liegt hier bei knapp 70 Euro und der Titel erscheint voraussichtlich im Sommer 2017.